Zur Berechnung von dieser Ableitung setzen wir selbstverständlich die Quotientformel ein. F auf G Prim, das ergibt F Prim mal G minus F mal G Prim auf G Quadrat. Zu dieser Ableitung setzen wir die Formel F hoch M Prim ein und achten sehr darauf, dieses F Prim hintendran nicht zu vergessen. Jetzt zu dieser Formel. Diese Quadratwurzel ist dasselbe wie x² plus 4 hoch ein halbes. Also, um diese Ableitung zu berechnen, könnten wir diese Potenzformel im besonderen Fall m gleich ein halbes so einsetzen. F hoch m Prim, das macht m mal f hoch m minus 1 mal f Prim. Aber ein halbes minus 2 halbe, das macht minus ein halbes. Die Potenz f hoch minus ein halbes setzen wir nach unten als Nenner. Dann wird das da f hoch ein halbes, das heißt die Quadratwurzel von f. Und somit haben wir eine neue, einfache Formel gebastelt, die aber nur für Quadratwurzeln gilt. Die Ableitung von Quadratwurzel f, das ist der Bruch, dessen Nenner zweimal die Wurzel ist, so wie sie da steht, und dessen Zähler die Ableitung vom Radikant ist. Das können wir hier sehr schön einsetzen. Das ergibt Bruch, unten steht zweimal die Wurzel, so wie sie da steht, also unten steht zweimal Quadratwurzel aus x² plus 4, und oben steht die Ableitung vom Radikant, das heißt 2x. Somit stoßen wir also auf diese Rechnung. Hier steht f hoch m Prim, das macht m mal f hoch m minus 1, 3 minus 1 macht 2, mal f Prim, also mal die Ableitung dieser Klammer, das heißt 2. Der Rest bis da wurde einfach abgeschrieben. Jetzt die Ableitung von dieser Quadratwurzel, Einsatz der neuen Formel. Das ist Bruch, unten steht zweimal die Wurzel, so wie sie da stand, und oben steht die Ableitung vom Radikant, das heißt 2x. Und die 2 von unten wurde mit der 2 von oben sofort gekürzt. In dieser Rechnung ist kein Prim mehr. Also werden wir versuchen, so schnell wie möglich zu faktorisieren. Oben haben wir die Differenz von diesen zwei Termen. Hier rechts haben wir einen Bruch. Dann machen wir links auch einen Bruch draus und teilen das Ganze durch 1. Um diese zwei Brüche zu subtrahieren, machen wir sie gleichnamig. Das heißt, hier multiplizieren wir unten und oben mit dieser Quadratwurzel. Machen wir das schon mal, so erhalten wir diese Rechnung. Jetzt haben wir den gemeinsamen Nenner und somit haben wir einen einzigen Bruch oben. Es ist diese Differenz geteilt durch diese Quadratwurzel. Unten ist auch ein Bruch, wenn wir das auf 1 setzen. Um den oberen Bruch durch den unteren Bruch zu teilen, multiplizieren wir den oberen mit dem Kehrwert des unteren. Im Endeffekt hat das Ganze als Auswirkung, dass dieser gemeinsame Nenner nach unten geschrieben werden kann, wo er dann multipliziert. Im Zähler bleibt dann nur noch diese Differenz übrig. Differenz, in der wir den Faktor 2x minus 1 im Quadrat ausklammern können. Also erhalten wir das hier. Dieser gemeinsame Nenner ist ganz unten und multipliziert da. Und hier oben im Zähler können wir 2x minus 1 im Quadrat ausklammern. Zwischen Klammern bleibt dann 3 mal 2 macht 6. Diese Quadratwurzel im Quadrat ergibt den Radikant x² plus 4. Dann minus x steht da. Und von diesen drei Faktoren sind 2 ausgeklammert, also bleibt einer drin. Jetzt werden wir das zwischen Hakenklammern hier noch ausrechnen.
6x² plus 24 minus 2x² plus x, somit erhalten wir das hier. Jetzt schauen wir nur noch dieses Trinom zweiten Grades, ob man das nicht noch weiter faktorisieren kann. Die Diskriminante ist aber 1 im Quadrat minus 4 mal 4 mal 24. Das ist garantiert streng negativ. Somit können wir hier nicht weiter faktorisieren und die Übung ist beendet.